Zeit, dem Final Boss in den Arsch zu treten, und damit willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2, dem Again. Hier wird dieses Let's Play enden. Ich weiß, ihr hättet bestimmt gerne einen Online-Pack gesehen, aber na, ich werde es doch nicht dafür extra hier dran auch rausgeben. Sorry, aber das macht für mich keinen Sinn. Das wisst ihr aber, und ich denke mal, das seid ihr auch alle meiner Ansicht, dass das einfach keinen Sinn machen muss. Ich habe aber für Splatoon 1 online wieder mal offen. Also, falls ihr mal Lust habt, aber die Comics damit. Ich bin gerne dabei, ein paar Aufnahmen zu machen. Ich will mein Level eigentlich mal 50 holen und weiter die Japaner abfacken, mich beschweren, die und natürlich wieder gegen die Europäer hetzen, ne? Ja klar, wenn die nicht spielen, ist ja nicht mein Problem, wenn die. Ich meine schon, wenn die hier scheinbar ein Problem mit haben, das zu spielen. Kann man die Hebnis der YouTuber vorwerfen, das macht so fun, Alter. Und die können nichts dagegen tun, weil sie nicht da. Weil sie. Ja, okay, gut. Ich lasse mal lieber die Debatte stecken, sonst drehe ich etwas los, was ich lieber nicht losdrehen will. Und Leute, ich werde so verrecken, weil ihr seht schon selbst, mit der Vorgabe von Arti, ihr wisst, was das bedeutet. Ich kann mich geil vergraben gehen. Ich soll uns hier die. Ich soll die Helmwaffe benutzen? Haha, Arti! Ich habe die komplett geupgradet, jetzt hast du ein Problem. Ja, dann, los geht's. Jo. What going on? Ist das Aioli? Wow, die sieht echt krass aus. Ich hab gesagt, dass ihr nicht kommen sollt. Aber warum nur? Ihr lasst mir keine Wahl. Da muss ich euch eben zwingen, mich in Ruhe zu lassen. Hey, DJ! Was, DJ? Oh nein. Das kennen wir doch, oder? Unser Lieblingsfreund ist wieder da. Und? Let the show begins. DJ Octario, feature Aioli. Octotyran Amex. Hier kommt DJ Octario. Ich habe Aiolis Gehirn geremixed. Nehmen wir los! Bombash Blush! Oh, Zeit für Alba, für the Beats! Dann los, Alter, komm her, Alter. Ich kenne das Prinzip von dir noch. Du sollst es gerade erst letztens aufgenommen habe. Hier, Fäuste ins Gesicht, Alter. Ich bin bereit. Schick deine Fäuste her, Alter. Aber Alter, das sieht so richtig krass aus, Alter. Ich habe das Gefühl, der wird diesmal viel mehr spüren, Alter, als sonst zuvor, sag ich euch. Und dadurch ist meine Waffen komplett. Alter! Das war blöd. Den Angriff konnte ich jetzt nicht blocken. Verstehe. Also wenn er beide lädt, dann sollte ich es sein lassen. Na dann. Jetzt krieg ich wieder ein. Ich glaube, die kriegt sie wieder ein. Ich hab die Wiss. Komm her. Fress Faust. Fress Faust. Wow. Wow, das ist ja easy. Also, ich bin jetzt, du musst dich erinnern. DJ! Oh. Lass es krachen. Was kommt jetzt? Geklar. Was? What? Der Vibe wird gerade zu nahe kommen, Alter. Der Vibe ist sogar so nahe kommen. Ist unglaublich. Der Vibe wird gerade so verflucht nahe kommen. Au! Tintfontein auch noch. Ja, komm her, Alter. Schick deine Fäuste her. Nummer 1. Leck mich. Ich habe meine Verteidigung wieder hochgerüstet. Die ist ja nicht hoch wieder gegangen. Na dann. Er steckt da oben. Ich muss da heilen, Stein. Heil, 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 heil. Ja, what the fuck? Ein Bombenhagel. Okay, das war sowas von gut reagiert. Jetzt bin ich ja vorgehabt. Ich weiß ja, was ihr mich jetzt erwartet, wenn ich das falsch mache.
So. Ist eine Faust ist reingegangen. Ach ja, ich kann. Kannst du ihn abschießen? Ja, kann ich. Wow! Das war gut abgewehrt, Alter. Oder besser gesagt, gut reagiert. Eins und zwei. Ja, halt einfach so aus, ich weiß. Aber der zieht jetzt auch gleich voll alle Register hier. Das merke ich ihm auch an. Aber erst der Kampf ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen einfacher als beim ersten Teil. Und. Ja, gut, kann auch dann das wahrscheinlich ein bisschen einfacher gemacht haben. Vielleicht war er ja auch beim letzten Mal zu hardcore. Ich weiß ja nicht, wie die Bewertung damals war. Ob die Fans gesagt haben, so, oh, der fallende Boss, das war ein bisschen zu hardcore für gewisse. Wow! Fick dich! Schick mir deine Faust her, Alter. Komm! Oh, der ist ja Recke! Boah, meine Waffe ist so krass, Alter. Da bin ich! Ja moin! Und erstmal voll dagegen shooten, Alter. Oh nein, die hat das Umbrella. Was? Nichts, was ist ja. War das der Sniper gerade? Wie viel hast du lange übernommen ist? Ja, okay, gut. Ich jogge Teil vor. Na klar, komm her, Alter. Runde 3. Gib. Hier, gib dir die Ehre und stirb einfach. Der Kollege gibt sich voll die Ehre, ja. Wo? Oh Gott, der hat sich jetzt bevor die Ehre gegeben, Alter. What? Das war gut. Ich hab keine Wahl, ich muss mal kurz meine Bombe droppen. Ich muss dir mal ein bisschen hier die Tinte freilegen. Ich sagen, einmal hier und... Oh. Haftbomben. DX oder was? Hier, friss in deine eigene Faust. Und jetzt kommt die nächste. Oh. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. Lade auf, lade auf, lade auf. Danke, Mann. Das kam jetzt gerade rechtzeitig, so. Ich habe jetzt keine Energie mehr. Oh. Was kommt jetzt? Die Faust. Aber Octario gibt noch nicht auf. Komm! Friss! Alter, der muss doch gleich runterfliegen eigentlich. Oh shit, Alter. Yes! Hey, Octario, flieg! Mein Kopf, oh. Scheinbar ist die Show vorbei. Das ist die Gelegenheit. Oh, jetzt. Let's go. Unsere Musik. Die Sea Sirens? Ja. Ich erinnere mich. Und da springt sie einfach rüber. Das muss man auch so machen. Scheinbar kommt jetzt die vierte Runde. Und die letzte Runde wahrscheinlich. Können wir fighten? Was gehen wir jetzt? Ich hab dir eine umgebaute Riffelkanone für dich. Hat er gedrückt, um Dorf zu bauen und lass er dann los. Oh Gott. Wir sollen jetzt ja mit hochspringen. Dann lass wir fighten, ne? Hey. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber gut. Ich muss gucken mit der Kanone, wie ich da umgehe. Alter. Oh, shit. Ja, das war gut. Aufladen, aufladen, aufladen. Bin bereit. Und
Ah. Machen wir eben so. Können wir auch machen. Treff. Dani. Oh, hat mich voll getroffen. War klar. Ich wollte eigentlich shooten, aber der Schuss war noch nicht voll. Ja gut, man kann ein bisschen Spaß haben. Der bleibt die Motivation länger an Tour. So, ich bin bereit. Das war blöd. Oh, lad auf, lad auf, lad auf. Bin bereit? Komm her, Alter. Und zurück zum Absender. Alter. Ja, der war gut, ne? Und nochmal zurück. Ich hab der Ast mich jetzt wirklich innerlich schon. Nochmal. Oh. Alter. Meine Aufwärmmanöver werden ja immer kranker hier. Bin bereit. Komm her. Nochmal. Die Grafikkanone. Ich weiß, dass die eigentlich immer sehr OP ist, die Kanone. Und. Treff. Alter, der ist jetzt total sauer auf mich. Komm her. Jetzt kannst du mir gar nichts mehr, hä? Jetzt, als ich eben gemerkt habe, wie du tickst, bist du ganz easy, ne? Bin bereit. Schick deine Faust her. Ja, kannst du schon treffen? ich glaube, da wirst du langsam üben müssen noch. Der trifft mich nicht mehr. Ich bin viel zu gut im Ausweichen geworden. Und Treffer. Ich glaube, das... Oh, ist es vorbei? Okay. Dann nehmen wir die innere Schiene. Dann... Und boom. Auf die Fresse. Und zum zweiten Mal wurde er niedergestreckt. Unmöglich. Wie bedauerlich. Papa, wann sich deine Worte aus dem ersten Teil noch? Hab mich übernommen und zum zweiten Mal Geschichte verreckt das Ding. Aber sah auch ein bisschen cool aus als beim ersten Teil, muss man dazu sagen. Ist ja auch so auch gegangen, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und da ist er wieder. Ja, er ist wieder da. Hey, sind wir wieder. Zeit fürs Neues, das Inkopolis. Zeit vor Ort am Inkopolisplatz. Als erst unterbrechen wir diese Sendung für die folgende Nachricht. Wie, was? Resektor ist wieder da. Er ist wieder da? Oh yeah, ja, da oben ist er wieder. Ja, super, ich muss direkt ein Foto machen. Ja, erstmal Fotos schießen, ne? Wer wohl dafür verantwortlich war. Aber irgendwie hat... Ich den ja anders in Erinnerung. Ja schon, aber doch nicht immer so, oder? Ja, bei dem Text mit den Arenen, was? Man geht ja halt den Rand, da kommt auch noch eine breite Meldung rein. Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Ja, die wollte gerade die ganzen Kämpfe vorstellen, weil ja, ist auch ein neuer Tag, der müsste eh was Neues kommen. Ach du Digga, Aoli ist auch wieder da. Das ist aber eine News. Was ein Glück, ich hatte schon Angst, sie kommt nie wieder. Gut, dass du wieder da bist, Aoli. Und ich hätte mir ja gar keine Konkurrenz. Aber echt mal, die Service gibt's nur zu zweit. Hören wir das mit einem neuen Song. Da habe ich genau das Richtige, Den nächsten Musikwunsch von einem besonders nützlichen Zuhörer. Er wünscht sich den neuen Hit der Sea Sirens. Fresh Start, okay. Ich war's definitiv nicht. Ich war safe nicht. Ach, die Ausprinzip eingeführt. Oh. Das ist ja cool, du kannst färben und dann mit der Bombe werfen. Cool. Auf jeden Fall, das wär's mit Splatoon 2, dem Again, aber ich habe ich auch das hier hinter mir. Ob Splatoon 3 kommen wird, ich zweifle das echt noch ein bisschen bei mir an. Weil es scheint ja auch nicht gerade so die Freude in den Nintendo-Spielen gerade sein, das zu kaufen. Keine Ahnung, warum irgendwie. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass die gerade irgendwie alle wegen dem Preisen gerade ziemlich hier angefressen sind. Also zumindest nach hier Strikers hier habe ich das auch schon ein bisschen so schon mehr. Also habe ich sonst mal mitbekommen, dass schon die Beschwerden immer größer werden.
Ich meine, da war ja auch kein Inhalt. Was wir tun, naja, ich weiß, ob 60 Euro gleichfalls sind, das ist halt dann die andere Frage. Wollt ihr 60 Euro kosten wird? Naja, Nintendo-Preis halt, ne? Aber hey, ich weiß nicht, ob ich wirklich holen will, ich weiß es wirklich nicht. Aber allerdings habe ich das LP again, das passt mir alles bestens, alles hingekriegt. 100% ist drin, passt auch, also ich kann mich nicht beschweren. Ich denke, wir machen jetzt mal die Bomben werfen. Immer schön die Bomben werfen. Auf jeden Fall, wie fandet ihr das Let's Play? Schreibt es mal in die Kommentare. Was jetzt kommt, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe jetzt so über einen Monat Vorschub, also... Wo soll ich da wissen, was als nächstes kommt, wenn ich jetzt über einen Monat Vorschub habe und erstmal mich auf anderen konzentrieren kann wieder. Aber ja, das war's erstmal. Bis jetzt dann beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, genießt die Credits und natürlich Emerald Control. The phone.